Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Dragon Age Origins, beziehungsweise später dann Dragon Age Awakening, Dragon Age 2 und natürlich Dragon Age Inquisition. Den ersten Teil habe ich schon dreimal durchgespielt, ich weiß es nicht mehr, aber das ist jetzt einige Jahre her. Dementsprechend weiß ich nicht mehr alles, ich werde vieles wiedererkennen. Wir haben ziemlich viel herunterladbare Teile, ich habe alles mögliche eigentlich. Ich weiß gar nicht, Glückstein, ob da doch Publisher Electronic Arts 2009 Release Termin, Mensch, ist das lang her. Auch die Hexerei, Blutverderben, keine Ahnung, was das alles ist. So viele Sachen. Also wir haben einiges vor uns, um das alles zu erledigen. Welche Kampagne ist denn ausgelegt? Also das sind die Standard... Ach, das sind genau einmal die Erweiterung und noch vier andere, die werden wir alle durchspielen auf jeden Fall. Aber als erstes machen wir ein neues Spiel, weil weiterspielen brauchen wir nicht, wir haben ja noch gar nicht angefangen. Ja, red man den lang, wir zocken los. Natürlich Origins. Die Kirche lehrt uns, dass es der Hochmut der Menschen war, der die dunkle Brut in unsere Welt brachte. Die Magier wollten den Himmel an sich reißen, doch sie haben ihn vernichtet. Sie wurden verbannt und durch ihre eigene Verderbtheit verflucht. Sie kehrten als Monster zurück, als die Ersten der dunklen Brut. Als Verderbnis fielen sie über die Länder her, unaufhaltsam und unerbittlich. Als Erstes fielen die Königreiche der Zwerge. Und aus den tiefen Wegen griff uns die dunkle Brut immer und immer wieder an, bis wir kurz vor der Auslöschung standen. Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige, die grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten und siegten. Dieser Sieg liegt Jahrhunderte zurück und wir stehen weiterhin Wache, beobachtend und auf die Rückkehr der dunklen Brut wartend. Doch die, die uns einst Helden nannten, haben vergessen. Wir sind nur noch wenige und unsere Warnungen wurden zu lange ignoriert. Denn ich habe selbst gesehen, was am Horizont lauert. Erbauer, steh uns bei.
Yay. Ist doch schon mal eine krasse Geschichte für den Anfang. Die Wahl deiner Herkunft entscheidet darüber, welche der sechs verschiedenen Einleitungsgeschichten du spielst. Deine Wahl beeinflusst außerdem, wie andere Charaktere während des Spiels auf dich reagieren. Okay. Wir sind auf jeden Fall männlich. Und das wird auch so bleiben. Dann gibt es drei Völker. Einmal die Menschen. Die Menschen bilden zahlenmäßig die größte und doch gespaltenste aller Rassen. Sie haben sich erst viermal für ein höheres Ziel vereint, wobei das letzte Mal bereits Jahrhunderte zurückliegt. Die bedeutende Rolle und Religion. Die bedeutende Re Hä? Die bedeutende Rolle, die Religion und Kirche in der menschlichen Gesellschaft spielen, unterscheidet sie in kultureller Hinsicht mehr als alles andere von den Elfen und Zwergen. Menschen können Krieger, Schurke und Magier sein. Gibt es halt wieder spezielle Rassenboni? Stärke, Geschicklichkeit, Magie und Klugheit. Oh Gott. Bin fast frisch aufgestanden. Da kommt noch ein bisschen Müdigkeit durch. Alles plus 1 ist natürlich mal richtig geil. Dann natürlich die Elfen. Sind kleiner als Menschen. Okay, ich dachte aber, Elfen wären größer. Nach der einstigen Versklavung durch die Menschen haben die meisten Elfen ihre Kultur verloren und fristen ihr Leben nun in den armen Vierteln der Städte der Menschen. Nur die nomadischen Stämme der Dalish klammern sich noch an ihre Traditionen. Sie le leben mit ihrem Bogen und dem Gesetz ihrer alten Götter, während sie die alten Wälder durchstreifen und nirgendwo anders willkommen sind. Elfen können Krieger, Schurken und Magier werden. Da gibt es zwei Willenskraft, zwei Magie. Das ist halt sehr geil für Magier. Ach Mann, jetzt kommt wieder klar. Körper, hallo? Es ist schon wach, nein, andersrum. Es ist schon lang hell draußen. Gut. Die Zwerge, mein Lieblingsvolk. Die an Kasten und Traditionen gebundenen Zwerge führen seit Generationen einen aussichtslosen Krieg, um die letzte Festung ihrer einst gewaltigen unterirdischen Reiches gegen die dunkle Brut zu verteidigen. Zwerge sind ausgesprochen zäh und verfügen über hohe Resistenzen gegen alle Arten von Magie, wodurch es ihnen allerdings auch verwehrt bleibt, selber Magier zu werden. Stärke 1, Geschicklichkeit 1 plus 2, Kondition 10% Chance gegen gegnerische Magie zu widerstehen. Das ist jetzt noch die große Frage. Mensch, Zwerg, Elf, Magier will ich ungern werden, Magier. Dementsprechend werde ich sehr wahrscheinlich. Ja, ich werde ein Elb. Sag ich schon ein Zwerg. Zwerge sind cool. Da dreht er sich. So, was wären wir denn jetzt? Krieger? Krieger sind mächtige Kämpfer, die ihren Gegner vor allem mit Nah- und Fernkampfwaffen begegnen. Sie können hohen Schaden verursachen und verkraften und verstehen außerdem viel von Taktik und Strategie. Die Spezialisierung eines Kriegers umfassen Berserker, Templer, Champion oder Plünderer. Schurken sind fähige Abenteurer aus sämtlichen Bereichen des Landes. Da alle Schurken über gewisse Talente zum Öffnen von Schlössern und Aufspüren von Fallen verfügen, stellen sie wertvolle Mitglieder jeder Abenteuergruppe dar. In taktischer Hinsicht sind sie zwar keine idealen Frontkämpfer, aber gelingt es einem Schurken, sich hinter die Gegner zu schleichen, kann er einen hinterhältigen Angriff mit verheerenden Folgen ausführen. Die Spezialisierung eines Schurken umfasst Waldläufer, Barde, Duellant und Assassine. Geschicklichkeit, Wille und Klugheit. Jetzt gucken wir nochmal kurz bei den Zwergen. Eins und. Also bei dem ist egal, ob jetzt Magier oder Schurke. Obwohl, Magier oder Krieger. Nein, Schurke oder Krieger. Blablabla. Mann. Viel Stärke und geschickt Konstitution. Da er aber auf automatisch Konstitution haben, werden wir wahrscheinlich mal einen Templer, Champion. Keine Ahnung, irgendwas spielen, was viel aushält. So. Dann gibt es zwei verschiedene Arten von Zwergen. Also hier gibt es dann noch die, je nachdem, bei 11. Gäbe es die Dalish-Elfen, was man vorhin beim Einleiten der Elfen gelesen hat, und die Stadtelfen. Unter den Schurken dasselbe und unter den Magi
Magier gibt es die gefährlichen Kräfte umwusst. Vor allem Unruhe in den Läuteren, einige Chancen. Wie heißt denn das? Das war, glaube ich, der Magierturm an sich direkt. Was das ist und wie das so ist, das lernen wir alles jetzt noch kennen. Und bei den Menschen gibt es einmal den adligen Mensch. Gibt es nur den adligen? Achso, das war ja Zwerg. Also ist das Delisch, bürgerlicher Zwerg, Stadtelf, Magier, menschlich. Und das werden wir jetzt nochmal angucken. Also der bürgerliche Zwerg und ein adeliger Zwerg, genau. In einem Land, in dem die soziale Stellung alles bedeutet, wurdest du als Kastenloser geboren. Als Helfer und Gauner in Diensten eines einheimischen Verbrecherfürsten verbringst du dein Leben nahezu unsichtbar, bis das Schicksal dich plötzlich in den Mittelpunkt rückt und dir die Chance gibt zu zeigen, ob deine Taten oder deine Geburt bestimmen, wer du bist. Als Adelskind des Königs der Zwerge übernimmst du voller Stolz dein erstes militärisches Kommando, nur um feststellen zu müssen, dass tödliche Familienintrigen ebenso wie Hofhierer eine größere Bedrohung darstellen als das Schlachtfeld. Ich bin aber eher mal so ein kastenloser Zwerg. Das war die Klingel. Kurze Unterbrechung, Wahnsinn. Und da geht es weiter. So, wo waren wir denn? Beim bürgerlichen Zwerg, genau. Aber wir auf, genau, ich werde bürgerlicher Zwerg und dann machen wir weiter. Mensch, mit der Charakterstellung verbrauchen wir unsere Zeit. Ja, Wahnsinn. Voreinstellungen. Eieiei. Guckt euch die Werte an. Ein Zwerg braucht ordentlichen Bau, wenn die bloß was Kurzes. Komplett ohne. Boah, guckt euch das an. Man kann einstellen, das ist Wahnsinn. Hautfarbe. So. Tattoo, ja, die Kastenlosen mit ihren Tattoos, Wahnsinn. Ganz weg, nö. So machen wir's. Farbe. Machen wir so, das ist ein bisschen unscheinbar, aber trotzdem da. Intensität. Bleibt voll. Haare, und zwar als Zwerg. Na, sowas nicht. Das ist aber geflochten Haare. Wie sieht man denn aus? Was haben denn Zwerge für Haare? Die sind alle viel zu gestriegelt und geschniegelt out. Ich mir das so vorstelle. Aber mehr als so, also sowas muss schon mindestens sein. Ah, und Bartfarbe, ja, da weiß ich schon was. Wird nämlich grau, ist ein Zwerg, Mensch. Stoppeln. Bullstoppeln. Farbe, auch grau. Und wo ist denn der Bart? Ach, dort. Dort, mindestens, jawohl. Und irgendwas Cooles? Na. Das hier ist schon mindestens. Das ist aber viel zu kurz für einen Zwerg eigentlich. Augen. Boah, die sind mir eigentlich vollkommen wupe, ne? Genauso wie Nase. Da muss einfach so ein Knubbel, wie es jetzt schon ist, das passt schon. Ohren sieht man eh kaum. Porträt. Kann ich jetzt nicht meckern? Stimme. Das ist noch wichtig. Übermütig erfahren. Grüße. Also gut, das hat nicht funktioniert. Ich bin definitiv entzückt. Grüße. Grüße. Das klingt schon eher ein Zwerg. Ich kriege den Zauber nicht hin. Nein, das ist schon mal falsch. Und? Alles in Ordnung? Na. Grüße. 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 Mein Zauber hat nicht funktioniert. Machen wir mal Zauber. Und? Alles in Ordnung? Mach schon. Nicht einmal ein... Grüße. Also gut, das hat nicht funktioniert. Ich muss... Grüße! Ich kriege den Zauber nicht hin! Grüße! Nein!
Ich muss eine andere Taktik... Entschuldigung, bitte. Ich konnte den Zauber nicht aufrechterhalten. Dann nehmen wir da. So, Brossa. Fahren, Brossa. Brossa können wir gar nicht ändern. Ne, Broska. So rum. Vorname, Fahren. Na. Nehmen wir doch den Namen aus, na, wie heißt's? Aus die Zwerge. Dungdir Broska. Oh mein. Weiter. Verfügbare Punkte, genau. Wir sind Krieger. Brauchen wir Stärke auf jeden Fall. Konstitution. Klugheit brauchen wir nicht. Magie. Benimmt schnell Charakter. Lernt Fähigkeiten, Kräuterkunde, Kampftaktiken zu lernen. Ist eine schnelle Auffassungsgabe Voraussetzung. Weniger Raffinesse. Magie braucht man nicht. Willens bezeichnet die Entschlossenheit, die mentale Stärke. Marke mit hoher Willenskraft verfügen über größere Mana-Reserven. Krieg und Schurken verleiht es mehr Ausdauer. Das ist gar nicht mal so schlecht. Größere Chancen, Gegner zu treffen, Gegner auszuweichen und erhöht außerdem dadurch durch Bohren der Waffen wie Dolche und Pfeile verursachten Schaden. Ein höherer Geschicklichkeitswert. Unverzichtbar, um Bogenschießen und den Kampf mit zwei Waffen zu meistern. Na, brauchen wir nicht. Machen wir es mal so. Ui, und da geht's los, die ersten Fähigkeitenpunkte. Manipulation, Fähigkeit, passiv. Stehlen brauchen wir nicht. Können wir das nicht wegmachen? Fallenbau brauchen wir nicht. Überleben. Der Charakter kann Wesen in seiner Nähe spüren. Das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Kräuterkunde, Giftherstellung, Kampfausbildung ist eigentlich so gut. Ein Punkt haben wir, die können wir die grundlegende Kampfausbildung hinter sich gebracht, wodurch die Kriegerschurken nun Zugriff auf Waffentalente erster Stufe haben. Und Kampftaktiken. Und schnell, da kann man sich, glaube ich, die Punkte mehr steigern. Aber ich bin ja manipulativ, das wäre gar nicht mal so schlecht. Brauchen wir auch Klugheit, also müssen wir ein bisschen Klugheit skillen. Und jetzt geht's los. Ha. Zwei Waffenkampf. Brauche ich jetzt eigentlich ohne Bogenschießen? Waffe und Schild wäre was. Oder zweihändig. Ist schwierig. Waffe, Schild oder zweihändig? Oder halt allgemein erstmal mächtig. Trainiere hart arbeiten und hart arbeiten haben den Krieger mehr Gesundheit verliehen und die Erschöpfung reduziert. Jetzt Einsatz von Fähigkeiten kostet eine was von kostet, wenn eine Rüstung getragen wird. Was ist das? Ein Schlag. Schildschlag, Schildverteidigung. Ach komm, ich mach Schwert und Schild. Spielen. Normal. Wir haben es geschafft. Hat lang genug gedauert. Tief unter dem Frostgipfelgebirge liegt Orsamar, die größere und stolzere der beiden verbliebenen Zwergenstädte. Die einstige Hauptstadt des unterirdischen Zwergenreiches klammert sich trotz der wachsenden Bedrohung durch die dunkle Brut an die Erinnerung an ihre einstige Größe. Unter den mächtigen Statuen und vergoldeten Hallen, in denen sich die Adelsfamilien an der Politik versuchen, führen die niederen Kasten seit Generationen ein Schattendasein. Und darunter stehst du. Du bist kastenlos. Das schmutzige Geheimnis der sauberen Gesellschaft von Orsamar. Genau wie deine Schwester bist du gezwungen, dich dem brutalen Verbrecher Berat zu verkaufen. Für das übrige Orsamar bist du der lebende Beweis, dass die Kastenlosen ihr Schicksal verdienen. Aber du tust nur, was alle tun. Du versuchst zu überleben. Genau das tue ich. Ich kann nicht ewig auf dich setzen, Schätzchen. Du hast alles, was man braucht, um einen Mann heiß zu machen. Aber du musst es auch einsetzen. Bitte, Berat, müssen wir das vor meinem Bruder? Warum nicht?
Er weiß doch, wie der Hase läuft, oder, Junge? So, aber er hat recht, eigentlich nicht. Habe ich gesagt, ihr sollt nicht so mit meiner Schwester reden. Wir verdanken euch alles parat. Wir werden euch nicht enttäuschen, keine Sorge. Sie findet einen Mann, sonst kriegt sie Ärger mit mir. Du sagst ziemlich viel, aber das interessiert mich alles einen feuchten Kehricht. Vor mir war deine Schwester nur eine Staubfresserin. Und jetzt sieh sie dir an. Lange Zöpfe, goldverkronte Zähne. Sie rezitiert Elfengedichte und spielt Harfe. Sie ist der Traum jedes Mannes. Sie muss sich nur noch einen Lord angeln, irgendeinen Balg rauspressen, der ihm ähnelt, und schon leben wir alle im Diamantenviertel. Bitte misch dich nicht ein. Du weißt, das nimmt kein gutes Ende. Das Gesicht sieht auch irgendwie merkwürdig aus. Wir kommen aus dieser Kloake raus. Wenn er dir droht, ist natürlich... Ich bin irgendwie doch der Beschützer. Was verlangt er denn doch alles von dir? Ich drohe ihr so viel ich will, solange ihr von meinem Teller esst. Du hältst einfach dein Maul und sagst jawohl zu jeder Arbeit, die in meinen Augen niedrig genug für dich ist. Und im Gegenzug staffiere ich dich aus, damit du dir von einem Edelmann einen Braten in die Röhre schieben lassen kannst. Danach seid ihr beide frei und nehmt mich in die Familie auf. Und dann bin ich selbst ein Lord, solange der kleine Prinz lebt. Was macht ihr hier? Ach, und was? Und ihr Sohn nennt euch Onkel und besucht euch in euren Namenstag? Wir haben unseren Teil der Abmachung erfüllt. Was? Jetzt schon? Sowas mögen die Leute. Einen Kastenlosen mit einer großen Klappe. Aber leider bin ich nicht zu meiner Belustigung hier. Ich wollte nach meinen Investitionen sehen. Und ich fürchte, diese hier zahlt sich nicht aus. Ich gebe dir noch eine Woche, Schätzchen. Wenn du bis dahin niemanden findest, fegst du wieder die Straßen. Aber ich habe jemanden kennengelernt. Er schien sehr interessiert an mir zu sein. Was habe ich denn da wieder gemacht? Also lasst sie in Frieden und sagt mir, was ich heute tun soll. Seht ihr, sie hat jemanden gefunden. Ich habe doch gesagt, wir liefern. Nehmt euch in Acht. Berat, bald brauchen wir euch nicht mehr. Dein Freund Lesky wartet draußen. Er weiß, was du heute für mich tun sollst. Und wage es nicht, die Sache zu vermasseln. Die Zukunft deiner Familie steht gerade auf sehr lockerem Sand. Und ich weiß, dass ihr nirgends hin könnt. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Hatte ich damals irgendwann mal... Das ist aber ewig, ja, das ist noch ein paar... Das ist glaube ich von meinem letzten PC oder noch älter. Dass ich mal irgendwo mit Hautverschönerung, Verbesserung hatte. Das dann sowas... Ja, das... Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, was da alles noch installiert ist. Berat erwartet viel von dir. Du musst nichts von mir fernhalten, Rika. Ich habe es schon öfters gesehen und werde es wiedersehen. Trag es nicht, wenn er uns so behandelt. Zeig ihm das nur nicht allzu offen. Bis jetzt hattest du Glück. Er scheint seinen Spaß an dir und Lesky zu haben. Ich kenne einige Adlige, die dich köpfen würden, wenn du offen sagtest, was du denkst. Deshalb habe ich nichts gesagt. Berat warnt mich, seit zwei seiner anderen Mädchen auf Lord Harrowmons Empfang willige Gönner gefunden haben. Sie haben sogar schon Geschenke bekommen. Lord Rooston hat Elsie ein Kleid aus Oberflächenseide geschenkt. Dabei ist sie nicht mal schwanger. Berat verliert langsam die Geduld mit mir. Berat erwartet zu viel von dir? Reicht es nicht, dass ich Berat arbeite? Ich möchte, dass du nicht mehr für ihn arbeitest. Reicht es nicht, wenn ich das mache? Du hast hart dafür gearbeitet, dass er uns nicht auf die Straße setzt. Ich kann mir vorstellen, zu welch schrecklichen Dingen er dich zwingt. Aber es gibt viele verzweifelte Zwerge in Orsama. Er könnte jeden von ihnen als Laufburschen und Geldeintreiber bezahlen.
Ja, könnte er. Berater wurde zu viel von dir. Ich wünschte, wir würden diesen Höhlen, was? Höhlenzwerge nicht die Stiefel küssen. Was? Dieser. Ach, Höhlenzecke. Oh Mann. Das Lesen klappt wieder überhaupt nicht gerade. Es ist nicht gerecht, dass Berat uns herumschubst. Wieso kann ich mich nicht mit der Armee anschließen gegen die dunkle Brut kämpfen? Ich muss jetzt gehen, bevor Berat zurückkommt. Bis dann. Es ist ja nicht gerecht, aber manche haben halt mehr Geld und mehr Macht. Dunkle Brut bekämpfen wir jetzt eigentlich nicht. Du kennst die Alternativen. Misthaufen stechen, betteln, die Oberfläche. Nein, wenn du uns nicht alle von der dunklen Brut befreist und ein Paragon wirst, sind wir auf Berat angewiesen. Dann schließe ich mich doch der Armee an. Das versteht niemand. Aber der Adel tut alles, um seinen Status zu bewahren. Sie sagen, Kastenlose sind gefährlicher als die dunkle Brut. Außerdem ist es eine Beleidigung des Schmiedes, wenn wir edle Waffen auch nur berühren. Aber im Prinzip wollen sie nur die Kriegerkaste nicht beleidigen. Stell dir vor, was passiert, wenn sich herausstellt, dass wir auch Armeen befehligen können. Aber was hat die Dunkelbund unsere Truppen nicht schon aufgerieben? Jahr für Jahr kommen mehr Bestien aus den tiefen Wegen. Angeblich haben sie sich sogar schon an die Oberfläche vorgewagt. Oh je. Unternimmt irgendjemand was dagegen? Ja. Allerdings holen sie eher Menschen, bevor sie uns fragen. Es gibt Gerüchte über ein Bündnis gegen die dunkle Brut. Sogar die grauen Wächter sollen mit von der Partie sein. Aber das führt jetzt zu weit. Lesky wartet sicher schon. Und Berat würde es gewiss nicht gefallen, wenn ich zu spät zu meiner Verabredung komme. Das hatten wir gerade schon. Okay. Du weißt, wie dringend die adligen Kinder brauchen. Sie haben kaum noch genug Soldaten, um die Mauern gegen die dunkle Brut zu verteidigen. Wenn ich einem von ihnen einen Sohn schenke, würde das ganze Haus feiern. Und dann würden sie uns alle in ihre Familie aufnehmen. Darauf setzt Berat. Deshalb bezahlt er meine Kleider und meine Gesangsstunden. Er will einen Teil des Kuchens. Ja, Mai. Ist nicht gerecht und einer der Adligen ist an dir interessiert? Ja, das hoffe ich. Er ist so reizend. Er behandelt mich wie eine Dame, nicht wie eine Aussätzige. Wie heißt er denn? Das sage ich nicht. Für den Fall, dass ich mich irre. Es ist einfach verrückt zu hoffen, dass einer der bedeutendsten Männer in Orsama jemanden wie mich mag. Aber die Zeit rennt. Ich muss mich jetzt anziehen. Ach, diese Kleider bringen mich noch um. 100 Knöpfe an jedem Ärmel. Und Lesky wartet draußen sicher schon auf dich. Okay. Du hast recht. Dann leg mal los. Pass auf dich auf. Bis heute Abend. Neue Quest. Solche Pass. So, wo müssen wir denn hin? Oh, da hinten ist noch was. Wird gespeichert. Codex-Einträge. Ja, da gibt's ganz viel zum Lesen in dem Spiel. Das ist so krass. In Ordnung. Mach auf. Aber selbstverständlich. Ah, jetzt. Ah, hahaha. Stimmt. Ja, das ist das ganze Zeug, was wir da haben. Wenn natürlich der halt irgendwelche Ringe und was weiß ich denn alles. Eieieiei. Krass. Was haben wir denn da alles? Schwacher Wundschlag, das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Hey. Geht's nicht? Ach, das ist die Truhe. Andersrum. So rum. Das ist die Truhe. Kann ich das da nie reinlegen? Nö. Also haben wir die ganze Kacke sogar dabei. Krass. Kann man jetzt. Die Steuerung muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich habe jetzt echt nicht mehr reingespielt, seit ich das vor vielen, vielen Jahren gespielt habe. Ah, das ist die Badewanne. Dabei ist kastenlos, habe ich noch nie gespielt, das habe ich noch nie gesehen. Ach, ich wusste auch gar nicht, dass das so ein genau langer, so wird es geschehen. Langer Text. Oh, wer bist du? Carla. Was denn los? Was willst du? Rika? Nein, Mutter, ich bin Stungdiel, dein Sohn. Rede nicht so mit mir. Denkst du, ich kenne mein eigenes Kind nicht? Und was willst du hier überhaupt? Rika meinte, du würdest dich endlich mal nützlich machen. Ich schmuggle Schädel ein. Stört es dich nicht, dass ich Rika als Hure verkaufen muss?
Sie hat den Körper dazu. Wieso sollte sie ihn nicht einsetzen, bevor ihn jemand außer Form bringt? Ich glaub's nicht. Du bist doch nur neidisch, weil keine Frau so dumm ist, sich mit dir einzulassen. Alles, was du kriegst, sind kastenlose Gören, die niemand will. Du musst mir den Zeug aufhören, oder es bringt dich um. Dann sag du mir, wofür es sich noch zu leben lohnt. Es ist sinnlos, in diesem Zustand mit dir zu reden. Wer hat dich denn gefragt? Ich brauche dein Mitleid nicht. Ich hab alles, was ich brauche. Hier! Ich muss arbeiten. Oh, ich hätte euch das nicht antun sollen, ich weiß. Aber es ist so schwer. Hey, wo will er hin? Warum geht ihr? Bleib hier! Schon gut, Mutter. Warum legst du dich nicht hin? So ist's gut. Bei ihr ist es normal. Das Inventar, oh, soll ich öffnen. Hui. Erkundung pro Helfer. Gut. Da können wir nichts nehmen, weil alles noch Geschicklichkeit. Ja, Wahnsinn. Die Löwenpranke. Stiefel. Leder. Bringt zumindest mehr, oder? Rüstung. Haben wir sogar schon mal. Und einen Helm. Helm, der tiefe Stahl. Haben wir noch gar keinen auf. Zack. Ach du Scheiße, sieht das kacke aus. Kann man das nicht ausblenden? Accessoires. Alle Attribute plus 1. Und erhöht finanzielle Gewinne. Kann nicht schaden. Was haben wir da noch? Das ist auch ein Amulett. Gesundheitsregeneration, Erkundung und Rüstung. Zeichen der Wachsamkeit. Verteidigung, mentale Stärke. Nicht schlecht. Ein Gürtel, Willenskraft und... Ja, genau. Klugheit brauchen wir auch nicht. Gürtel, Resistenzen. Der einzige, der sich lohnen würde von den ganzen Sachen. Gesundheitsregeneration im Kampf. Und was noch was? Heilende Effekte. Konstitution und Resistenzen. Rüstungsdurchdringer und Ausdauerregeneration im Kampf. Kritischer Schaden. Alle Attribute plus 1. Irgendwelche komische Ringe und noch ein Gürtel. Alle Attribute plus 1. Zauberresistenz auszuweichen. Alle Attribute plus 1 als Ring und... Machen wir noch den, da haben wir mehr zum Aushalten. Was? Wie wär's mit dem zweiten Ring? Ach, Depp. Aber noch irgendwas Schönes. Die können wir gleich mal runterziehen. Das Lesen dieses Buch erhältst du einen Punkt, um Fähigkeiten zu steigern. Ja, das machen wir irgendwann mal. Wenn man braucht. So. Konnte man das jetzt hier nicht... Genau, schön langziehen. Das kommt ganz hinter. Stehlen brauchen wir nicht. Das ist der Hieb. So. Ach, das sind die zweiten Waffen. Man kann zwei verschiedene Waffen anlegen. Aber Mensch, wir sind jetzt schon so lang in dieser ersten Folge. Können wir da mal rein? Das Charakterbuch. Automatischer Stufenaufstieg können wir machen. Ach stimmt. Aber das passt erstmal. Wie gesagt, das soll es für die Folge erstmal gewesen sein. Oh, was es gibt. Premium-Inhalte. Welcher Pass? In den Straßen des Staubs. Gut, Mensch, jetzt ist aber gut hier. Nein. Das ist die Pause-Taste. Die Leertaste. Gut, dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war sehr viel Gerede am Anfang. Und, ja. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich über Feedback freuen. So war's. Und, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.